Servus, ihr Schlawutzkis, Knochen wieder hier. Und fahre ich mal wieder den LVT A1 Reservepanzer bei den. Wow! Da hat schon den ersten zerfetzt, beziehungsweise ist er rausgegangen, oder was auch immer da passiert ist. Rang 1 bei den Briten. Ah, Quatsch, Amerikaner, Entschuldigung. Das ist ein Reservefahrzeug, Landschiff. Bin ich ja schon mal gefahren vor 2 Wochen oder so. Da hatte ich mich ja beschwert über die Feuerkraft, aber ich glaube, das ist nur subjektiv, weil ich achte viel auf Sounds und wenn das klingt halt so matschig. Und dadurch also suggeriert mir das irgendwie, dass nicht genug Kraft hinter ist, weil es nicht so richtig druckvoll, so richtig rausknallt. Na, ihr wisst schon, was ich meine. So, wir sind hier in Berlin, bei der Verliererseite. Ne, das ist gar nicht Berlin. Was ist los mit mir? Mein Gott. Das ist Überquerung des Rheins. Oh, da geht schon ab hier. Oh, das ist einer. Ja, komm. Kritischer Treffer, okay. Also er hat gute Feuerkraft. So ist das nicht. Bodeneinheit zerstört, da geht's. War nicht der erste Kill. Nur ein bisschen Artillerie streuen hier. Alter, was ist mit ihm los? Wie man sieht, ich habe hier hinten auch noch MG-Schützen, die ich eigentlich nie benutze. Ich habe noch nie gesehen, dass ich überhaupt irgendjemand benutze. Ich benutze halt mein Front-MG und fertig ist. Man kann es natürlich benutzen, wenn man seitlich guckt. Das mache ich jetzt aber nicht hier. Also es ist benutzbar, aber ich mache es halt nicht. Und die Feuerkraft, also anders als es mir vorkommt, ist natürlich schon vorhanden. Ja, sie ist kräftig. Man kann schon richtig was zerfetzen. Die Artilleriefeuer leckt mich doch im Arsch. Zieh mich also mal ein bisschen zurück hier. Da ich ja ohnehin in die Luft gehe, müssen wir mal gucken, wie es hier oben aussieht. Oh. Was mit ihm hier? Komm. Oh, Kills. Ich bin killgeil. Kommt immer vor, als wäre es mittlerweile ein bisschen schwerer geworden. Aber wahrscheinlich auch wieder so eine subjektive Sache. Oh, ich hoffe, der killt mich nicht. So, er ist weg. Ich bin noch da. So muss das sein. Wir haben ganz schön viele Matches heute verloren. Ich hoffe, dass wir diesmal länger drin bleiben. Dass wir sogar gewinnen. Das wäre natürlich super. Ich mag dieses Flugzeug. So, was haben wir da? Ja, das sind alles Panzer hier, die ich nicht zerstören kann. Manchmal ist es ja möglich, mit einem großen Kaliber oder größeren Kaliber wirklich leichte Fahrzeuge zu zerstören, aber hier ist kein wirklich. Es sind zwar alles leichte Panzer oder viele leichte Panzer, aber die gehen natürlich hier nicht so kaputt. Puff, gerade noch geschafft. Und ich lebe noch. Hier geht's ab, hier geht's ab. Scheiße. Da kann man wirklich kartonweise Marshmallows reinschmeißen und. Schon wieder Artilleriefeuer? Oh, da ist einer. Wer ist dieser Typ? Ich gehe mal davon aus, das wird ein ziemlich heißes Match hier. Ich bin irgendwo gegengefahren. Ja. Das ist natürlich, wenn man weiterfährt und nebenbei noch irgendwie auf der Karte rumguckt. Den muss ich. Da ist einer. Ich habe so leichte Ruckler, aber ich kann mir nicht erklären, wieso. Ich habe mein System neu aufgesetzt gehabt, aber vielleicht habe ich irgendwas vergessen zu installieren. Das wird wohl alles noch kommen, kennt man ja. Die Technik heutzutage macht einen fertig. Komm hier. Oh, das war aber wirklich ein Lucky Shot, weil ich habe einfach aufgehalten. Hier ist eine Abschusshilfe. Wow. Da verabschiedet sich ein Teil von der Ruine. Ich hätte jetzt eigentlich angenommen, dass das ganze übrig gebliebene Gebäude verschwindet. Oh, jetzt verschwindet. Ja, jetzt habe ich es gerade noch gesehen. Deshalb wird es hier so zugig. Schießt einer hinter mir? So, natürlich auch die ganze Zeit die Karte im Auge behalten. Das sind natürlich so Karten, wo aus jeder Ecke wirklich überall kann der Ratte vorkommen. Ja, ich traue mich gerade nicht so vor. Mein Gott. Ich kenne ja diesen Panzer hier. Der ist auch ziemlich leicht weg. Der ist ja nicht ohnehin, ohne Grund ein leichter Panzer. Und die Kopf. Nee, an die Kopf. Ich lese schon wieder Sachen, die stehen da gar nicht. So, 1, 2 Kills vielleicht wären ja noch ganz cool. Ah, jetzt hast du dich verraten.
Wow, shit. Ich wollte gerade sagen, ich hänge an diesem scheiß Wrack fest, aber das passiert mir ja nicht zum ersten Mal. Also. Wow. Oh. Das war wirklich eine knappe Sache. Mir wird doch ordentlich warm hier. Mit der Artillerie ist immer so eine Sache, wenn man auf ein bewegliches Ziel geht. Also wenn man. Man muss abschätzen. Man kann ja schlecht hell sehen. Man weiß ja nicht. Bleibt er stehen oder fährt er weiter? Und wenn der mitbekommt, oh, das Artillerie kann, dann ist er einfach zurückfährt. In dem Moment, wo sie angezeigt wird, ist man ja nur im gewissen Radius. Und man muss halt überlegen, fährt man nach links, rechts, wo fährt man hin, wo kann man noch hinfahren? 27 FPS. Guckt bitte nicht hin. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Das ist ja auch Wurst. Aber ich glaube, als ich letztens den LVT A1 gefahren bin, lief es eigentlich auch verhältnismäßig gut. Da ist noch einer. Oh, noch einer. Oh, shit. Oh. Da bin ich daneben getroffen. Fuck. Aber okay, verhältnismäßig lange durchgehalten hier. Ah, ärgerlich. Sputnik. Sputnik 75. 57, Sputnik 57. Ja, das ist doch. War das nicht. Da haben die doch auch die Russen den Sputnik in die Luft geschossen, oder? Den ersten Satelliten der Welt. Aber ich habe einen Gutschein, bin also nochmal drin hier. Ich mag meinen Teamkollegen nicht, mein Staffelmitglied mag ich nicht. Ich mag ihn einfach nicht. So, jetzt müssen wir gucken. Meine Raketen sind jetzt auf einer anderen Taste. Ich glaube, ich verkacke hier. Ich kann sie nicht mehr auf die Taste legen, die ich vorher hatte, weil die Taste auch schon belegt war. Und früher habe ich ja Bombe und Rakete auf dieselbe Taste gelegt. Ist natürlich manchmal ein bisschen blöd gewesen. Oh, das war knapp. Das muss ich noch ein bisschen üben. Fingerfertigkeit, also ich habe die jetzt auf 4. Vorher hatte ich sie auf Leertaste, genau wie die Bomben. War natürlich blöd, wenn man halt ein Flugzeug hatte, wo Bomben und Raketen mit bei waren. Da hat man natürlich alles abgeschossen, musste man sich darauf festlegen und. Scheiße. Bam! Zackeri-Bomb. Musste man sich darauf festlegen. Konzentriere mich jetzt auf den Abschuss der Raketen und scheiß drauf, wo die Bomben landen, oder achte ich lieber auf die Bomben. Ich bin ja eher der Bomben. Raketen liegen mir nicht so. Irgendwo ist noch ein böse. Ui, böse Wicht. Okay, irgendwo mal. Da ist wieder Sputnik. Hab ich gesehen. Auch so ein Schlawiner. Oh, fuckity fuck. Kleiner Shitfucker. Ja, mein Fahrer wurde verwundet. Das ist ja schön für den so, ich kill jetzt mich selbst. Ist mir scheißegal, Artillerie. Kann ich noch irgendwen umnieten? Nee, das gibt's doch nicht. Es ist halt einfach so, was willst du mit diesem Papierpanzer machen? Kriegst halt nicht, also man will immer mehr, als man. Ich finde ihn heute nicht. Okay. Oh, scheiße. Den bin ich schon so lange nicht mehr gefahren. Ich weiß gar nicht, warum ich den hier im Setup hab. Weil ich habe den noch nie benutzen müssen bisher. Ich glaube, das letzte Mal bin ich den gefahren. Oh, vor einem halben Jahr oder so. Ist also schon ein paar Tage her. Ich habe eine Zeit lang wirklich alles, was runtergesetzt war, wirklich die billigsten Premium-Dinger, die habe ich alle gekauft. Aber auch der mit bei hier. Ich glaube, der hat 2,99 gekostet. Die hatten ja wirklich mal so eine Aktion, wo ja 2,99 und 3 Tage Premium irgendwie mit bei waren. Also der Panzer, das Fahrzeug wie immer 2,99 und dann 3 Tage Premium, so die Jugendversion untertrieben. Komischerweise machen die fast alle dasselbe. Lassen sich erst eine Weile beschießen und dann kriegen sie mit. Oh, da schießt einer, nachdem die Flügel fast weggerissen wurden. Ich glaube, die kriege ich so nicht runter. Ich habe echt Schwierigkeiten, komischerweise, hier in, gerade in diesen Luftkämpfen bei den Bodeneinheiten so eine Junkers runterzukriegen. Hier kurz jetzt auch nochmal was hier. Die verrecken die Sau. Oh, jetzt kritischer Treffer.
hat die Kontrolle über das Heck verloren. Er wird wahrscheinlich irgendwann abstürzen. Aber ich denke mal, er wird auch gleich rausgehen, so wie ich. Und dann gibt es keinen Kill hier. Ja, ich sehe, er ist raus. Flugzeug zerstört, komischerweise, obwohl er nicht mehr drin war. Klunk. Ist ja eh schon alles zerschossen hier. Da kommt doch die Laterne auch nicht mehr drauf an hier. Wohin, wohin, wohin? Oh, wieder einer. Aber ich meine, es sieht gerade gut aus für uns. Wir können gewinnen. Wo würde der wohl hinfahren? Das sind so hier, gerade hier, das sind so Gegenden, wo man irgendwie paranoid wird. Da kann einer kommen, überall kann einer kommen, nur weil sie heißt ja nicht, dass leer ist, nur weil gerade keiner angezeigt wird. Die können überall sein. Überall. Ach, jetzt weiß ich, warum ich den auch nicht so gerne gefahren bin. Der ist einfach voll schnell. Und ein bisschen schwammig zu steuern, aber egal. Scheiße. Wirklich eine Millisekunde zu langsam gewesen. Ich keppe? Echt jetzt? Ich keppe? Dann keppe ich. Für den Sieg. Ich keppe für den Sieg. Ich hoffe, hier kommt keiner vorbei. Ob das noch ein Sieg wird, ey, ich weiß nicht. Das sieht jedenfalls nicht so aus. Das sieht scheiße aus. Es lief doch so gut. Echt. Ja, also ich bin gerade ziemlich paranoid hier gerade. Ich glaube nicht, dass wir das noch gewinnen können. Ja, vielleicht schaffe ich noch schnell einen Kill. Aber ich muss sagen, ich habe mich ganz gut geschlagen. Auch mit dem LVT. Der muss ja noch einer sein. Ey, gewinnen wir vielleicht doch noch. Das wäre richtig. Also verfickt. Entschuldigung. Sehr knapper Sieg. Oh! Wir werden wohl noch gewinnen. Wir werden wohl noch gewinnen. Das ist ja mal eine geile Sache. Gut, also, das er. So, jetzt der Geronimo-Style. Ah, scheiße, ich würde das nicht mehr. Wir haben gewonnen. Zweiter im Team. Tja. Geile Sache. Ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. LVT A1. Eigentlich ein nettes Fahrzeug. Sieht scheiß hässlich aus, aber man kann was damit reißen. Man kann was damit reißen, selbst so ein Nobbles wie ich. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh. Würde mir helfen. Guckt alle Videos an. Macht mich reich. Auch so, ich will wie Gronkh sein. Jedenfalls wie Gronkh 2007. Hat er überhaupt 2007 angefangen? Glaube ich. 2008. Scheißegal. Oh, zweifarbiger Tropentarnanstrich. Das werde ich dem jetzt mal ausprobieren. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Ich habe mich ja verabschiedet. Ach, guck mal, ich habe noch was zu erforschen. Ach, der war noch gar nicht fertig. Naja, also gut. Ich sag mal, ciao, ciao, bis demnächst.